alle zusammen. Wir machen ja jetzt Haferflockenkekse. Und zwar, die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Wir fangen gleich mal an mit den Haferflocken. Dann geht es weiter mit Dinkelvollkornmehl. Dann kann man entweder Xylit nehmen oder Erythrit. Und zwar, ich habe jetzt Xylit. Da schreibe ich ja dann immer die unterschiedlichen Mengen rein, weil Xylit kann man ja 1:1 von der Menge her mit Zucker austauschen. Und Erythrit, da braucht man ja ein bisschen mehr, weil das nicht so intensiv süßt wie der Zucker. Aber das steht ja dann unter dem Video in der Infobox. Das würde ich auf jeden Fall dann auch zu Puder mahlen. Habe ich jetzt auch getan gehabt. Dann geben wir etwas Vanilleextrakt dazu, etwas Zimt, etwas Salz. Dann kommt flüssige oder weiche Butter dazu. Bei mir ist sie jetzt weich, deswegen kann ich die so nehmen. Dann kann man noch ein paar Mandelstifte oder gehackte Haselnüsse dazugeben, wie in meinem Fall. Dann brauchen wir etwas Milch. Und dann brauchen wir noch etwas Honig oder Agavendicksaft oder Ahornsirup. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Und dann kommt noch etwas Backpulver dazu. So, ich verrühre das jetzt. Ihr könntet natürlich auch noch ein bisschen Schokolade dazugeben. Entweder eine zuckerfreie Schokolade oder eine mit einem Kakaoanteil von mindestens 85%. Ich für mich lasse die jetzt aber so neutral. So, der Ofen ist jetzt vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich mache da jetzt einfach so Kügelchen, tue die ein bisschen flach drücken und dann kann das Ganze auch schon in den Ofen. Und sollte das Ganze etwas kleben, kann man natürlich die Hände einfach dann noch etwas mit Wasser befeuchten. Und ja, so schnell gehen unsere Kekschen. So, ich habe die Fingerspitzen jetzt nochmal schön befeuchtet und habe die jetzt richtig schön flach gedrückt. Und so gehen die jetzt ab in den Ofen. So sehen jetzt unsere Kekse aus. Also die waren bei mir so ungefähr 23 Minuten im Ofen. Da aber sage ich ja immer gerne, bitte immer nach dem eigenen Ofen gucken. Ja, lieber zweimal zu viel reingucken als zu wenig. Und was ich noch sagen wollte, ich habe das selbst jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich das heute da erst bei dem Rezept gelesen habe. Aber das kann man sich ja schon mal merken. Ich könnte es mir schon vorstellen, wenn die Kekszeit losgeht. Und zwar, wenn man Kekse macht, die knusprig sind und knusprig bleiben sollen, habe ich gelesen, soll man die halt ganz normal erstmal auskühlen lassen, dann aber relativ schnell in eine Keksdose, aber in die Keksdose unten auf dem Boden Reis reinmachen, also natürlich rohen Reis, und dann gleich den Deckel drauf. Und ja, also ich kann es mir schon vorstellen, dass das funktioniert, deswegen ja, kann man sich ja einfach im Hinterkopf mal behalten. Und jetzt probieren wir mal. Also, ich bin gespannt. Super lecker. Die sind jetzt nicht richtig knusprig. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt. Geht das jetzt wieder hier mit dem Fokussieren? Na, so richtig. So, oh, die sind aber so lecker. Ich muss noch mal kurz reinbeißen. Weil das Rezept war ja eigentlich ein normales Rezept mit Zucker. Und da werden die eigentlich knusprig. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt daran liegt. Also sie sind nicht total schlabbelig weich. Aber ihr habt ja gehört,
dass ihr nichts gehört habt, wenn ich reingebissen habe. Aber sie sind so, so lecker. Wirklich, ich finde sie mega. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.